So. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Fortsetzung unseres DRG-Forums, unserer Auftaktveranstaltung des DRG-Forums in einem nicht ganz vertrauten, einem neuen Format. Ich darf zunächst begrüßen ganz herzlich Herrn Luban. Lieber Luban, seien Sie ganz herzlich willkommen hier im DRG-Forum. Guten Morgen, Herr Professor Debattin. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Also mir geht es gut, danke. Mir geht es insbesondere gut, weil die ersten beiden Interviews tatsächlich auch nicht nur technisch, auch inhaltlich ausgesprochen aufschlussreich waren und uns durchaus Grund zur Hoffnung geben. Ich darf Sie aber zunächst einmal ganz kurz eben vorstellen, lieber Lugan. Wir kennen Sie als Mitglied des Vorstandes der Bram und Melsungen AG. Dort sind Sie zuständig für die Sparten Hospital Care und Outpatient Market. Im Übrigen sind Sie, und das hat mich echt fasziniert, Sie haben einen tollen Titel, Chief Knowledge Officer. Den kannte ich bislang noch nicht, aber den würde ich mir ehrlich gesagt auch irgendwann mal wünschen. Finde ich absolut, absolut super. Aber darüber hinaus kennen wir Sie natürlich auch als Vorsitzender des Vorstandes des BVMeds. Dort sind Sie seit 2007 Vorsitzender. Das ist fast so lang, wie unsere Bundeskanzlerin sozusagen Bundeskanzlerin ist. Also jemand, der sich tatsächlich auskennt. Wir freuen uns, dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. Aber auch an Sie, vielleicht der Vollständigkeit halber, Sie sind gelernter Chemiker, haben in Freiburg studiert, dort auch promoviert. Und zwar richtig nicht nur wie wir Mediziner so nebenbei, sondern als Chemiker muss man das ja mit viel Aufwand machen zum Dr. Rehanat. Aber auch an Sie erstmal die Frage: Haben Sie sich so eine Situation, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt irgendwann mal vorstellen können? Und welche Assoziationen haben Sie dabei? Das hat sich ehrlicherweise niemand vorstellen können. Man wird ja an Videospiele erinnert, aber nicht ans reelle Leben, wenn man sieht, wie die Welt sich verändert in einem rasenden Tempo und wie man von exponentiellem überrollt wird, was kein Mensch eigentlich, wir denken ja alle sehr linear, was kein Mensch sich vorstellen konnte. Also nein, von sowas haben wir nie geträumt. Hätten wir das getan, hätten wir uns vermutlich anders vorbereitet als Menschheit. Das ist zweifelsfrei richtig und sicherlich auch als Deutschland, wobei man sagen muss, es gibt ja durchaus eben hier verlässliche Strukturen. Und da komme ich auch direkt zu Ihrem Unternehmen. Es gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Eines der Garanten und der festen Säulen der Medizinversorgung, nicht nur in Deutschland, sondern international. Wie sieht es bei Ihnen aus, bei Braun? Welche Erfahrungen haben Sie bereits daraus gezogen? Sie sind ja auch in China sehr aktiv. Ich weiß auch, dass die Vorstandsvorsitzende ja auch lange Zeit in China oder in Asien war. Welche Erfahrungen haben Sie da erstmal gesammelt und wie gehen Sie damit um? Ja, das stimmt natürlich. Frau Braun hat viele Jahre Erfahrung in Asien als Vorstand gemacht und wir als Unternehmen schon seit über 40 Jahren. Wir waren eine der ersten Unternehmen, die in Malaysia und China begonnen haben zu produzieren. Und nun sieht man natürlich auch einen Teil des Preises dieser Globalisierung, dass die Lieferketten sehr eng zusammenhängen. Das trifft alle Unternehmen, weil alle von uns bekommen Vorprodukte von Partnern. Die mögen in Frankreich sitzen, aber die mögen auch in China sitzen. Und speziell in einer Zeit wie in den letzten Wochen ist es ein enormer Aufwand, diese Lieferketten aufrechtzuerhalten. Was noch kompliziert wird durch ganz schnell erfolgende neue Regularien, Exportkontrollen, Passagier- oder Passierprobleme, wie wir in Polen jetzt gerade erleben. Es ändert sich also stündlich, täglich, sodass unsere Supply Chain- und Logistikpartner sehr viel zu tun haben, um das ganze Gewebe aufrecht und stabil zu halten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie stabil ist es denn sozusagen bei Ihnen, was eben die Produktion und die Verfügbarkeit von Produkten angeht? Wir sind in der Lage als Unternehmen, und ich glaube, das geht den meisten Unternehmen im Bundesverband Medizintechnik auch so, dass wir unsere Bestandskunden mit dem versorgen können, was sie benötigen. Wir können allerdings keine großen Mehrmengen, wir können keine Extrabedarfe und wir können keine Hamsterkäufe versorgen. Und das ist natürlich durchaus ein Problem, wenn Regierungen im großen Maß anfangen, zusätzliche Lager anzulegen oder, wie wir zum Beispiel in Frankreich gesehen haben, auch große Mengen an Beständen zu beschlagnahmen, dann bricht natürlich so eine Supply Chain sehr schnell radikal zusammen. In wie kurzer Zeit, wir haben ja auch nun gelernt, dass eben viele der Maschinen, die eingesetzt werden zur Produktion von Masken und auch von Schutzkleidung beispielsweise, durchaus eben made in Germany sind.
Sehen Sie da schon Entwicklungen, dass eben diese Produktion jetzt hier lokal hochgefahren wird? Wir sehen ja, also ein Beispiel aus Frankreich, dass jetzt eben Parfümhersteller auf einmal jetzt nur noch Desinfektionsmittel herstellen und diese sogar umsonst abgeben. Gibt es ähnliche Entwicklungen sozusagen in Ihrem Umfeld, jetzt für Braun, aber natürlich auch aus dem Frankreich? Es wird natürlich schon versucht, dass man hier die Produkte oder die Produktion entsprechend umzustellen. Das ist aber natürlich schon deswegen nicht so leicht, weil Beispiel Mundschutz oder Hauben, Sie brauchen erstmal die passenden Textilien. Selbst wenn Sie eine Produktionsmaschine oder wenn Sie Schneidemaschinen und Näherinnen hätten, könnten Sie nicht einfach das Gewebe herstellen. Das wird mit Sicherheit keine Initiative sein, die in 4 Wochen zu erledigen ist. Mit großer Flexibilität, auch mit großer Flexibilität in der Zulassung dann, weil diese neuen Produzenten haben ja nicht zwangsläufig eine Medizintechnik-Zulassung, kann man sowas in 3, 5, 6 Monaten erreichen, dass man so einfache Medizinprodukte hier wieder herstellt. Die Frage ist dann allerdings, wie geht man dauerhaft mit dem Thema um? Also sicherlich ein Thema, was wir dann eher auf den Zettel schreiben müssen, was machen wir nach der Krise anders? Was lernen wir eben aus dieser Krise, dass man versucht, diese Lieferketten ein wenig eben zu entzerren beziehungsweise mehr zu regionalisieren, sodass wir da regional umkommen. Sie hatten vorhin Polen erwähnt. Ich finde, das ist ein bisschen besorgniserregend insofern, als dass wir ja eigentlich davon ausgehen sollten, dass innerhalb Europas der Warenverkehr frei funktioniert. Was können Sie da an Ersterfahrungen sozusagen uns auf den Weg geben? Wie geht das und ist das ein Polen fokussiertes Problem oder sehen Sie das auch an anderen Landesgrenzen? Also man sieht das nicht nur in Polen, am meisten im Augenblick in Polen. Das geht ja durch die durchs Fernsehen und durch die Presse, 60 Kilometer Lastwagenstau, 3 Tage Wartezeit. Man sieht das auch an anderen Grenzen, dass sich die Abwicklungszeiten enorm, zum Teil um Tage verlängert haben. Und das führt, weil man andere Fabrikationsstätten in Nachbarländern deswegen wählt, damit man schnell ist, jetzt natürlich auch sehr schnell zu einer Unterbrechung. Man verwendet ja eine polnische Fabrik auch, weil man sehr schnell auf Bedarfe in deutschen Krankenhäusern oder in französischen Krankenhäusern reagieren will. Entsprechend gering sind natürlich auch die Vorräte beim Großhandel, sind die Vorräte zum Teil auch bei den Krankenhäusern und umso schneller merkt man das. Haben Sie das von Seiten des Verbandes schon artikuliert und auf den Weg gebracht? Und ich muss auch ohnehin, ich glaube, gestern hat es auch Ursula von der Leyen selber gesagt, dass Europa eben in dieser Krise zu spät gehandelt hat, zu wenig gemacht hat. Aber das ist ja nun eine zentrale Aufgabe, die man europäisch angehen könnte. Welchen Gesprächspartnern waren Sie da bislang? Wir haben letzte Woche mit dem Bundesministerium für Gesundheit und mit dem BMWI, also Wirtschaft, diskutiert. Und unsere erste und eindringlichste Forderung war, den freien Warenverkehr so schnell wie möglich in Europa wiederherzustellen, der an vielen Stellen unterbrochen ist. Das hat man uns auch zugesagt. Jetzt gibt es eine europäische Regulierung, die innerhalb Europas diese Probleme lösen soll. Allerdings haben noch nicht alle Staaten deswegen ihre nationalen Regulierungen wieder aufgehoben. Und wir hoffen und wir wünschen und fordern uns sehr, dass das jetzt schnellstmöglich passiert, damit zum Beispiel solche 60 Kilometer Staus übers Wochenende wieder verschwinden. Also drücken wir fest die Daumen in unser aller Interesse. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Vor wenigen Wochen, Herr Luger, noch war das große Thema MDR und Medical Device Regulation. Ist das jetzt vom Tisch erstmal oder wo stehen wir da politisch? Weil ich glaube, das Letzte, was wir jetzt brauchen können, sind weitere Regularien und weitere Erschwernisse, sondern vielleicht sollten wir uns ein bisschen wieder darauf zurückbesinnen, was bislang ganz gut funktioniert hat. Oder wie sehen Sie das? Ich muss leider noch einen Schritt weitergehen. In der aktuellen Situation werden wir sogar Produkte in Europa verwenden müssen, die zum Beispiel nach FDA, aber nicht nach CE zertifiziert sind, weil wir einfach auf dem Weltmarkt gar nicht genug Produkte finden werden, um die Lage zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz steht im Augenblick der 26. Mai, also als Implementierungstag. Ich muss aber dazu sagen, dass der nicht haltbar sein wird. Das hat der Bundesverband Medizintechnik auch schon deutlich artikuliert. Wir haben unsere Ingenieure in Homeoffice geschickt. Wir haben unsere Dokumentationsassistenten in Homeoffice geschickt. Der TÜV und DEKRA haben ihre Mitarbeiter auch in Homeoffice geschickt. Das ist einfach mechanisch, technisch nicht mehr durchzuführen. Und hier muss ganz schnell die Kommission, Europäische Kommission, reagieren, dass wir unsere Ressourcen in den nächsten Monaten auf die Krise fokussieren können, zum Beispiel auf Umstellung von Produktion.
Dafür brauchen wir unsere Ingenieure und nicht, um Papier zu erzeugen. Das ist schon ganz beeindruckend, wie Ihre Ansprechpartner tatsächlich gar nicht mehr national zu suchen sind, sondern wie abhängig wir eben von einem funktionierenden Europa inzwischen sind. Aber ich glaube, wenn man so die Schwingungen richtig interpretiert, ich kann mir wahrlich nicht vorstellen, dass MDR am 26. Mai wirklich live gehen wird, sondern es wird sicherlich ausgesetzt werden. Gibt es denn eine Liste von Zertifizierungsbehörden, weil Sie vorhin die FDA erwähnten? Ich glaube, alle Menschen in Deutschland würden sich wohlfühlen mit Produkten, die FDA-Zulassung haben. Aber gibt es denn noch andere, auch asiatische Zulassungsbehörden, die wir vielleicht weniger kennen, wo wir auch sagen, mit diesen Produkten wären wir auch sicher? Oder wie schätzen Sie das ein? Weil am Ende sind es Medizinprodukte und ich glaube, die Menschen brauchen dieses Gefühl der Sicherheit, dass das, was verwendet wird, auch wirklich sicher ist. Ansonsten tun wir uns wahrscheinlich keinen Gefallen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Überwachungsbehörden auf der ganzen Welt in den größeren Ländern den gleichen Level an Strenge und an Qualität erreicht haben. Ob das eine Anvisa aus Brasilien ist, eine japanische FDA oder eine chinesische FDA, die leben alle aus den gleichen Normen und die verlangen auch alle die ähnliche Qualitäten. Es ist manchmal etwas anders dokumentiert, aber der Inhalt und die Forderungen sind absolut die gleichen. Ich würde mich hundertprozentig wohlfühlen mit einer Mundhaube, die nach japanischem, chinesischem, brasilianischem Recht auditiert worden ist. Also insofern für Sie kein Qualitätsverlust und diese Sicherheit, dafür würden Sie, und ich glaube, das Zeugnis, was Sie gerade persönlicherweise abgegeben haben, ist da sehr überzeugend. Wenn Sie sich jetzt die Situation angucken und die Herausforderungen, vor denen Sie und Ihre Mitgliedsverbände stehen, was Sie sind jetzt bei Wünsch dir was? Was wünschen Sie sich jetzt? Was können wir kollektiv tun, um die Situation für Sie zu verbessern? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist Nummer eins, wir müssen Selbstquarantäne, die sozialen Kontakte wirklich total herunterbringen. Wir haben nur so eine Chance, die exponentielle Steigerung der Infizierten zu unterbrechen. Dann hätten wir das Schlimmste vielleicht in 4, 6, 8 Wochen hinter uns. Wenn uns das nicht gelingt, sind wir nämlich auch nicht mehr in der Lage, Produktionen aufrechtzuerhalten, Krankenhäuser aufrechtzuerhalten. Wenn ich mir was wünschen dürfte, ist, dass jeder besinnlich die nächsten Woche, wann immer er kann, zu Hause verbringt. Vielen Dank, Herr Lugan, für diesen Hinweis. Sie selber sind Vater eines, ich glaube, 16-jährigen Sohnes. Wie geht denn der damit um? Der ist jetzt von der Schule zu Hause. Das fanden unsere Jungs, fanden das zumindest am Anfang ganz lustig. Aber als sie dann festgestellt haben, Kino geht nicht mehr und sonstige Hangouts gehen auch nicht mehr, da war die Laune jetzt nicht mehr so riesig positiv. Na, er hat natürlich mittlerweile auch festgestellt, dass das Hausaufgabenpaket seines Lehrers durchaus tagefüllend ist. Und dass auch Netflix und die Internetanbieter unter der mangelnden Bandbreite leiden. Das heißt, das ist ein bisschen eine familiäre Aufgabe, sich hier zurechtzufinden. Aber er hat dabei auch gelernt, dass man nicht alles im Leben beeinflussen kann. Und keine Corona-Partys. Und keine Corona-Partys, ganz sicher nicht. Sie erwähnten, und das vielleicht hat jetzt mit unserem Thema eigentlich nichts zu tun, aber ich will es trotzdem kurz sagen, im Sinne von positiven Entwicklungen. Ich finde es ja ganz beeindruckend, dass unsere Schulen viel gescholten als, was weiß ich, nicht digital affin oder wie auch immer, wie die im Augenblick flächendeckend in der Lage sind, E-Mails zu verschicken und Hausaufgabenpakete eben zu schnüren und da auch das Beste aus dieser Situation zu machen. Zeigt einfach, dass man mit ein wenig Kreativität und vor der Frage eben des Muss tatsächlich einfach eine neue Lösung findet. Herr Lugan, wenn Sie jetzt sind ein Krankenhaus und haben Zahlungsprobleme, weil eben der Cashflow knapp ist, wie gehen Sie damit um als Unternehmen? Glauben Sie dann oder sagen Sie, okay, das ist okay, wenn man ein paar Monate später bezahlt, oder sehen Sie das Problem im Augenblick noch nicht? Also wir sehen das Problem bei den Krankenhäusern, die bisher stabil waren, in der Form aktuell noch nicht. Es ist natürlich zu erwarten, dass eine große Welle an Ausgaben und an Investitionen auf Krankenhäuser dazukommt. Hier würde ich sehr stark darauf vertrauen, dass das, was uns unsere Regierung zugesagt hat, nämlich Mittel bereitzustellen, um dieses System stabil zu halten, um die Krankenhäuser am Leben zu halten, dass das auch zügig umgesetzt wird. Denn es mag nicht unbedingt ein Konzern von der
einer gewissen Größe gleich umbringen, wenn er einen Zahlungsausfall hat. Sie dürfen nicht vergessen, an diesen Krankenhäusern hängen noch ganz viele andere Dienstleister, Lieferanten und so, die nach 2 Wochen oder 4 Wochen bereits sehr große Probleme haben werden. Das ist also schon eine Aufgabe des kompletten Systems, hier die Finanzierung durchzutakten, durchzuplanen und auch aufrechtzuerhalten. In dem Gespräch heute Morgen mit Herrn Baum hat er vorgeschlagen, eben einen Krankenhausschutzschirm zu kreieren. Der soll so aussehen, dass man sich an den Einnahmen, an den Erlösen des vergangenen Jahres 2019 orientiert und die verbleibenden 9 Monate von 1. April bis Ende des Jahres pauschalisiert. +5%, also Erlöse von 2019 als Baseline für +5% Sicherungszuschlag. Ist das eine Lösung, die Sie auch für sinnvoll erachten würden und die Ihre Unterstützung findet? Das ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch einfach Istkosten belasten. Es ist nun mal zu erwarten, dass bestimmte Krankenhäuser sehr viel stärker, wenn sie zum Beispiel Maximalversorger sind, belastet werden würden. Da nützt Ihnen unter Umständen der Blick in den Rückspiegel des letzten Jahres nichts. Aber Sie werden sehr schön sehen, dass Sie monatlich jetzt an Aufwendungen haben. Also es gibt da durchaus einfache Abrechnungsmethoden, die man wählen kann. Und da gibt es mehrere davon. Also es wäre gewissermaßen eben dann ein Rücksprung in das Selbstkostendeckungsprinzip. Vielleicht brauchen wir eine Kombination von beiden, um einmal den Cashflow sicherzustellen, dass jeder liquide bleibt, basierend auf dem Vorschlag von Herrn Braun, von Herrn Baum und dann eben später eine Abrechnung, eben, die tatsächlich am Aufwand sich orientiert und die dann eben die Selbstkosten reflektiert. Bezüglich Ich würde im Übrigen nicht erwarten, dass sich die Krankenhauskosten neben strukturellen Themen sehr, sehr stark ändern. Sie dürfen nicht vergessen, dass ganz viele elektive Eingriffe jetzt verschoben werden. Das deckt zwar nicht diese Hochintensivmedizin, die da getrieben wird, aber es wird nicht so sein, dass wir am Ende des Jahres 30% höheres Krankenhausbudget brauchen. Das würde ich nicht vermuten. Da ist allein die Manpower nicht da. Sehen Sie da bereits erste Veränderungen auch im Bestellverhalten Ihrer Kunden, dass die, sagen wir mal, Dinge, die Sie für die Normal-OPs oder die Normalversorgung brauchen, dass das einfach weniger wird? Und haben Sie da Beispiele dafür? Also wir sehen ganz deutlich, dass die Hersteller im Verband auch, die sich mit Implantaten zum Beispiel beschäftigen, sehr, sehr deutliche zweistellige Rückgänge haben in den ersten Monaten, also 25% und mehr zum Teil. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs, weil im Prinzip hat bis jetzt eigentlich ja nur China entsprechend gehandelt und elektiv zurückgestellt. In Deutschland ging das ja erst jetzt in dieser Woche im Prinzip richtig in die Aktivität. Also ja, man sieht ein verändertes Bestellverhalten. Und sind Sie, wie bereits ausgeführt, stark in China und in Asien engagiert? China hatte gestern den ersten Tag ohne Neuinfektion, sofern man den Daten eben soweit trauen kann und darf. Wie ist Ihre Rückmeldung? Läuft es da langsam wieder an oder wo befindet sich der chinesische Markt und gerade auch das Gesundheitswesen da? Oder schütteln die sich jetzt erstmal nach dieser Krise? Wie sieht die Situation dort aus? Also ich würde schon beschreiben, dass sich das System noch einige Monate schütteln muss, weil es mögen keine Neuinfektionen kommen, aber es liegen immer noch in großer Anzahl Menschen auf Intensivstationen und sind bei weitem nicht geheilt. Es kann ja 6-7 Wochen dauern, bis hier und dann womöglich auch noch mit Nachwirkungen auf die Lunge und auf andere Systeme Patienten wieder entlassen werden können. Ich würde mal schätzen, dass wir irgendwann vielleicht Ende des 2. Quartals wieder so eine Art von Normalität bekommen, dass auch wieder andere Eingriffe in China durchgeführt werden in großer Zahl. Man arbeitet in China extrem diszipliniert und extrem zielorientiert an den Lösungen. Nichtsdestotrotz muss man sehen, was für einen riesigen Impact diese Corona-Welle auf das System hatte. Aber es ist ja schon beeindruckend, dass so ein Land in der Lage ist, die Anzahl der Neuinfektionen auf 0 runterzufahren. Mir scheint im Augenblick in Europa eher die Vorgabe zu herrschen, dass wir es einfach nur reduzieren müssen. Und eigentlich haben wir uns schon geschlagen gegeben. Also das Ganze zu eliminieren, das scheint uns nicht möglich zu sein. Das liegt sicherlich eben auch an den unterschiedlichen Handhabungen und natürlich an den unterschiedlichen Durchgriffsmöglichkeiten des Staates. Oder wie sehen Sie das im Vergleich? Ich glaube, wir werden sukzessive vorbereitet auf die weiteren Schritte. Denn eines dürfen wir nicht glauben. Wenn wir die Anzahl der Infektionen nur verringern, schalten wir dauerhaft über eine sehr lange Zeit unsere Wirtschaft
von der Gastronomie bis hin zur Produzierengewerbe, bis hin zur Automobilindustrie aus. Und das hätte massive Folgen. Es muss uns also gelingen, die Infektionsrate praktisch auf Null zu bringen. Oder die Alternative wäre natürlich, ein Medikament, eine Impfung oder was auch immer zur Verfügung zu haben. Das haben wir aber auf absehbare Zeit nicht. Das heißt, ob wir das nun mögen oder nicht, es wird uns keine Alternative bleiben, als alle Maßnahmen zu treffen, um die Infektionsrate auf Null zu bekommen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn ich glaube, uns allen macht natürlich Sorgen, neben der Tatsache, dass wir jetzt momentan Einschränkungen erleben, die für uns ganz unvorstellbar waren bislang, uns alle stellt die Frage, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ein Dauerzustand über mehrere Jahre in dieser Form des Wirtschaftens und in dieser Form der Interaktion ist ja wahrlich kaum vorstellbar. Obgleich ich das an dieser Stelle sagen will, das Format selber hier im DRG-Forum, vielleicht machen wir das sogar weiter, selbst wenn es uns eben gut geht. Aber losgelöst von solchen Einzelerfahrungen ist es wirklich nicht vorstellbar. Insofern brauchen wir tatsächlich die Diskussion, wie kommen wir aus der Nummer insgesamt wieder raus. Aber da sind wir eben bei einer globalen Herausforderung leider Gottes nicht auf uns selber gestellt. Lukan, ich weiß, als ein Hobby fahren Sie manchmal Laster in Island, wenn ich das richtig entnommen habe. Das wäre jetzt eigentlich der ideale Ort, um sich einfach mal so ein paar Monate aufzuhalten und um dann zu hoffen, dass dann sich die Welt wieder sozusagen weitergedreht hat und das Problem hinter uns ist. Ist das tatsächlich so? Und erzählen Sie uns einfach ein bisschen von diesem Hobby und dieser Leidenschaft. Ja, also das ist in der Tat natürlich ein Hobby, das wir vor einigen Jahren begonnen haben, wenn man einen Sohn hat, der auch Natur liebt und vom Bergsteigen bis Nordlicht alles mitmacht, dann bietet sich sowas an. Und in der Tat hätten sie natürlich in der isländischen Vulkanlandschaft wenig Ansteckungsgefahren zu befürchten. Auf der anderen Seite sage ich immer, denn, wie sagt ein großer deutscher Philosoph, den Sand in den Kopf stecken hilft uns auch nicht weiter. Also den Kopf in den Sand stecken bringt ja uns wirklich nicht weiter. Wir müssen hier mitarbeiten und hier die Probleme lösen. Und da hilft uns ein Urlaub vielleicht 2 Wochen weiter. Dann kommt man eventuell auch nicht wieder zurück, wenn man Pech hat. Also das wollen wir auf keinesfalls riskieren, dass der Chief Knowledge Officer von Braun-Melsungen sozusagen uns abhanden kommt. Lukan, wir brauchen Sie. Abschließend vielleicht nochmal die Frage auch an die Politik oder an diejenigen, die Ihnen auch zuhören aus den Krankenhäusern. Was ist Ihr Wunsch, was ist Ihr Rat neben eben Social Distancing, was ganz, ganz wichtig ist, wo wir unseren persönlichen Beitrag leisten können, aber mal systemisch gesehen. Was können wir tun? Wir haben mitgenommen, nicht horten, sondern bedarfsgerecht bestellen. Ansonsten haben Sie keine Chance, nachzukommen. Welche weitere Wünsche hätten Sie an die Zuhörerschaft? An Politik einen ganz, ganz großen Wunsch, nämlich alles, was im Augenblick behindert, Arbeit im Krankenhaus behindert, Arbeit bei den Herstellern, bei den Logistikern behindert, so schnell wie möglich aus dem Weg schaffen, damit wir gemeinsam in der Lage sind, das zu lösen. Das fängt bei Normen an, hört bei irgendwelchen Blockaden auf, die da aufgebaut wurden in der letzten Zeit, ganz schnell innerhalb von Tagen diese Dinge aus dem Weg zu schaffen, damit wir es zusammen schaffen. Lukan, wir halten einfach mal fest, Folgendes, was ich aus diesem Gespräch gerne mitnehme, ist einmal freier Warenverkehr. Unbedingt notwendig. Das zweite europäische Thema MDR vom Tisch. Und das ist, glaube ich, für alle, vielleicht auch hier in den Krankenhäusern, die eben mit dem Resourcing beschäftigt sind, mit dem Einkauf beschäftigt sind, ganz wichtig. Also Materialien, die auch von anderen Zulassungsbehörden kontrolliert und zertifiziert wurden. Sie erwähnten die Brasilianer, wo wir ja primär nicht dran denken würden, aber FDA ist sowieso klar, Japanese FDA, Chinese FDA. Sie sagen, diese Materialien sind in Ordnung. Es gibt Unterschiede in der Zertifizierung, die brauchen uns im Augenblick nicht zu interessieren, aber die Materialien sind in Ordnung und man kann auch als Krankenhaus, wenn nichts anderes verfügbar ist, mit solchen Materialien umgehen und mit solchen Materialien mit gutem Gewissen seine Patienten versorgen. Das ist richtig.
Das halten wir fest. Dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Zeit und für die Bereitschaft, sich diesem Format zu widmen. Wir beide kennen uns ja schon so ein bisschen. Das macht die Sache dann immer ein bisschen einfacher. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen, Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben. Passen Sie auf sich auf. Bitte aber gehen Sie nicht nach Island. So weit wollen wir Sie gar nicht wegwissen. Wir brauchen Sie hier und fühlen uns durch B. Braun, aber natürlich auch durch Sie und die Verbandsarbeit ein Stück weit stärker in diesem Kampf gegen Corona. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen Gesundheit und allen Teilnehmern auch und noch ein erfolgreiches Webcasting heute. Besten Dank, besten Dank.